So, wir kommen zum nächsten Vortrag. Der Referent ist Johannes Kröger, auch besser bekannt unter Kratokalypse auf Twitter. Hannes ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hamburg im Bereich Geoinformatik, Geovisualisierung. Und er wird berichten über das Zurverfügungstellen von Geodaten, Open Data der Stadt Hamburg für Interessierte, ich nehme an Bürger und Wirtschaft, wer auch immer, und welche Herausforderungen sich dabei ergeben und welche Lösungsansätze die da verwendet haben oder was die Erfahrungen dabei sind, nehme ich an. Bitte. So in etwa, ja. Moin, nicht Uni Hamburg, sondern Hafen City Uni, ist auch eine Uni in Hamburg, ist noch relativ neu, deswegen kennt sie niemand. Ich bin nicht von der Stadt, ich bin von der Uni. Das Projekt hier heute ist aber ein Hobbyprojekt, also hat nichts, keinen offiziellen Charakter oder sowas. Ist privat, aus Spaß und der Freude. Ich muss einen kurzen Exkurs machen, weil mir ein Malheur passiert ist. Ich habe so vor 1-2 Jahren angefangen, mir eine schöne Datenstruktur zu überlegen, wie ich Geodaten bei mir auf dem Rechner lager. Ich hatte früher einen großen Ordner, Geodata, da war alles drin, von Rohdaten, entpackten Daten, dann den bearbeiteten Daten. Am Ende wusste ich nicht mehr, ob ich jetzt das schon bearbeitet. Ist es von mir, ist es von woanders? Ich habe irgendwann UnionFS entdeckt. Das ist so ein Dateisystem, da kann man Ordner übereinander schichten. Das heißt, ich kann sagen, ich habe meine Sources in einem Ordner. Da liegt vielleicht ein Datensatz, .zip. Ich habe einen anderen Ordner, Extracted, wo ich Sachen entpackt reinlege. Ich habe einen Ordner, wo ich meine Arbeitssachen reinlege. Und ich kann mit diesem Overlay die Dinger übereinander schichten. Ich kann dann sagen, okay, ne, unten seht ihr diesen Union quasi, das ist mein neuer Ordner. Dort dann liegt auch ein Datensatz ZIP, ist jetzt aber ein entpackter, ein Ordner. Und da drin liegen halt die Daten, die entpackt wurden. Nur ganz grob, ich will euch nicht damit langweilen. Wenn ich jetzt arbeite in diesem Union-Ordner und ich irgendwas verändere oder ich irgendwas Neues erzeuge, endet das eben nicht in dem Quellordner, auch nicht in dem entpackten Ordner, sondern in einem dritten Ordner, den ich quasi als Working-Ordner definiert habe. Das heißt, ich habe weiterhin meine Quelldaten, ich habe die abstrakten Daten und ich habe meinen getrennten Ordner, wo meine Werke drin sind. Super praktisch, ne, alles bleibt erhalten, alles bleibt konstant. Problem ist nur, wenn man dann die Notizen und Skripte in dem Working-Ordner hat und dann nach Passau fährt und nur den Extracted- und den Source-Ordner da hat, ist das ein bisschen peinlich. Tja, ist nicht von mir, Text ist unten von LOL9, heißt der User, aber egal. Ich bin hergefahren, habe nachts noch schön meine Platte synchronisiert und am Ende waren nur die Quelldaten und die entpackten Daten da. Nicht meine Skripte, jetzt musste ich ein bisschen improvisieren und ein bisschen aus dem Kopf und aus IRC-Logs nachvollziehen, was ich gemacht habe. Ist halb so wild, aber ich hatte eigentlich mehr vor heute und auch mehr in der Zeit vor dem Vortrag in Passau noch. Hat nicht ganz so geklappt. Bisschen Background. In Hamburg haben wir ein Transparenzgesetz. Das ist aus einer Bürgerinitiative entstanden. Ich glaube 2012, 2013 ist 2014 in Kraft getreten und das besagt, dass die öffentlichen Stellen eben Sachen wie Geodaten, wie das Baumkataster, wie Pläne veröffentlichen müssen. Das heißt, man muss nicht anfragen, sondern die Stadt selber, der LGV, Vermessungsbehörde sozusagen, die müssen selbst dafür sorgen, dass diese Daten veröffentlicht werden. Dafür gibt es ein Transparenzportal, da liegt dann alles drin. Und in dem Gesetz steht netterweise drin, dass eben die Daten auf verbreiteten und frei zugänglichen Standards basieren müssen und auch unterstützend gepflegt werden sollen von unabhängigen Organisationen, also jetzt nicht irgendwie ESRI oder was auch immer. In diesem Transparenzportal findet ihr auf transparenz.hamburg.de sind ungefähr, ich glaube, 165 oder 170 Geodatensätze mittlerweile. Ganz unterschiedliche Dinge. Da sind Autofotos drin, da sind Kehrbezirke der Schornsteinfeger, finde ich immer schön. Das ist wie ein OSM, die Hundekot-Tütenspender. Parkanlagen, Alkes, Atkes sind Teile mit drin. Straßen, Lärmdaten, ganz, ganz viel. Und eben weil diese Forderung nach standardisierten Datenformaten da ist, ist das meist in GML. Ne, GML ist ein sehr standardisiertes Datenformat, ist von der OGC und
ist halt komplett frei entwickelt, ist komplett unabhängig, deswegen relativ sinnvoll für die grundsätzliche Veröffentlichung von solchen Daten. Andere Daten sind teilweise CSV, XYZ-Daten, also Textdateien, Autofotos und JPEGs. Und es gibt natürlich auch zu jedem Daten oder fast jedem Datensatz ein WMS und WFS. Den hat die Stadt gehabt, jetzt haben sie auch freigeschaltet. Das heißt, der Zugang zu diesen Daten ist eigentlich sehr, sehr schön möglich. Aber GML ist zwar schön als ja auch Archivierformat, sag ich mal, also ein Format, was lesbar ist für Menschen und Maschinen, was schematisiert sein kann. Das heißt, man kann sagen, was die Struktur sein muss. Man kann das dann prüfen, ob es wirklich so ist. Aber es ist eben nicht unbedingt endnutzerfreundlich. Es sind teilweise riesige Dateien, weil es stark redundant ist. Jedes Attribut, jeder Attributname steht zigmal drin, so oft die Features da sind. Dementsprechend ist der Zugriff langsam, es muss immer geparst werden. Kugels und GDAL mögen es manchmal nicht so gerne, zeigen manchmal null Features an, wenn man es lädt. Also in der Layer-Auswahl, danach geht es dann doch, warum auch immer. Und man kann eben auch pro Feature, mehrere Geometrien haben. Man könnte ein Flurstück haben, was sowohl als Punkt und auch als Polygon in dem Datensatz drin ist. Was meistens bei den meisten anderen Formaten nicht möglich ist. Nur eine Geometriespalte ist der Standard. Ich sage GDAL. Ich weiß, manche sagen GUDL oder GIDL oder GDAL. Keine Ahnung, wie man es wirklich nennt. Und ich nehme heute, also OGR, GDAL ist für mich das Gleiche. Ich sage meistens GDAL. Nur falls hier Verwirrung herrscht. Die Rasterdaten, wie gesagt, gerne als JPEGs. Oder eben WMS. WMS ist relativ easy für Leute einzubinden. Da können sie ne Kugels ein bisschen rumklicken, können das dann einfügen. Und dann kommen sie irgendwann und fragen, wie kann ich jetzt ein Shapefile davon speichern? Oder wie kann ich jetzt die Daten irgendwie hier, ne, was kann ich damit machen? Das heißt, das WMS nutzt vielen Leuten nicht so richtig was. Man kann die Daten angucken, aber das meiste andere schaffen sie damit nicht. Die Luftbilder sind in Hamburg gekachelt, wie es üblich ist. Sind so ungefähr 1000 Kacheln mit Worldfiles, also mit einer Referenz, wo dieses Bild in dem Koordinatensystem liegt. Aber leider ohne die Information, welches Koordinatensystem das ist. In den Metadaten steht es drin, aber eben nicht in den Bildern selber. Das heißt, QGIS fragt nach. Und dann muss der Nutzer wissen, ja, EPS-Scale 25832. Wissen die meisten eben nicht und sind dann aufgeschmissen. Anderes Problem, wenn es Kacheln sind, die sind halt benannt nach den UTM-Koordinaten. Steht nicht drin, hier, das ist jetzt Sülldorf oder sowas natürlich, sondern, was weiß ich, DOP20-54 irgendwas. Das heißt, der Nutzer weiß auch nicht, wo jetzt die Daten hingehören. In vielen GIS-Systemen, ich weiß nicht, ob es in QGIS auch geht, kann man sowas als Mosaik reinladen. Also einfach sagen, ne, du findest selber raus, wo es hier zusammengehört. Aber dann ist es wahnsinnig langsam, weil wenn man jetzt rauszoomen würde, müssten die ganzen einzelnen Kacheln eingelesen werden, runtergerechnet werden. Und das bringt nicht wirklich Spaß, als Nutzer dann damit zu arbeiten. Also es sind keine Overviews oder Pyramiden mit dabei. Soviel zu grundsätzlich Vektor- und Rasterproblemen in den Daten. Generell sind teilweise Daten auch einfach kaputt, komme ich gleich auch noch zu. Da ist einiges ein bisschen schief. Und grundsätzlich, das Koordinatenreferenzsystem ist eigentlich nie in den, also ist in den Daten angegeben, aber GDAL oder QGIS oder beide können es nicht wirklich auslesen. Ich muss mal gucken, ob es ein Bug ist oder ob es ein bekanntes Feature ist. Das ist halt ein bisschen anstrengend. Meine Idee war dann, weil ich eh mit den Daten oft arbeite und immer wieder genervt bin, jetzt habe ich vor einem Jahr schon mal den Datensatz gehabt, habe ich die Daten davon irgendwie noch, die ich mal konvertiert habe oder nicht? Warum kann ich nicht einfach da Skripte für schreiben mit GDAL, mit OGR, die mir aus den jeweiligen Quelldaten schöne Geopackages bauen? Geopackages sind toll, ich werde nicht viel dazu sagen heute, ihr könnt euch von der letzten und vorletzten Foskis wahrscheinlich vom Film in Kalberer Vorträge ansehen, ist ein ganz tolles Datenformat, müsst ihr jetzt so hinnehmen. Ist halt eine Datei, da kann man ganz viel reinstecken, Rasterdaten, Vektordaten, Metadaten, mittlerweile auch Höhendaten, ist total toll. Ist auch frei und offen, ist auch standardisiert, noch eben nicht weit verbreitet, deswegen ist es richtig, dass noch nicht verwendet wurde für dieses Portal. Aber ich will die Verbreitung ein bisschen unterstützen, ne? Deswegen die Idee, automatisiert aus diesen teilweise schwierig zu verwendenden Grunddaten Geopackages zu erzeugen und weiterzugeben, damit andere die dann halt direkt nur Drag and Drop oder wie auch immer mit einem Klick in QGIS laden können, ohne gefragt zu werden, wo es ist, ohne irgendwelche Performance-Probleme zu haben. Es soll alles schön einfach sein. Und was ich euch jetzt zeige, sind einfach ein paar Beispiele, wie ich da vorgegangen bin.
Wie gesagt, die Daten sind zu Hause, die meisten. Ich habe einiges über nachvollziehen können noch. Grundsätzlich ist es meistens sehr einfach. Ich muss einfach sagen, ich will von GML nach GeoPackage konvertieren und halt dazu sagen, es soll explizit die UTM-Zone 32 Nord, also EPSG 25832 verwendet werden. Im besten Fall ist das alles, was man braucht, um aus dem GML ein GeoPackage zu bauen. Es wird noch viel technischer, also passt nicht zu sehr auf. Beispiel hier, Verwaltungsgrenzen von Hamburg, also Bezirke, Stadtteile und so weiter. Das ist ein Layer, ist eine Datei, da sind verschiedene Layer drin. Irgendwelche polygonartigen Daten, also Surfaces, die kann ich direkt konvertieren und bekomme dann ein Geopackage raus, was genau die gleichen Layer hat, die gleichen Geometriestrukturen und keine Fehler, keine Warnung, wird also wohl geklappt haben. So selten ist es einfach. Luftbild überspringe ich mal kurz, ist auch trivial, wenn man es einmal gemacht hat. Man baut sich halt dann virtuelles Raster zusammen, wandelt es um, macht Pyramiden dazu. Auch gar kein Problem, da ist nichts bei, was irgendwie was Besonderes wäre. Aber es ist eben nicht immer so einfach. Deswegen bin ich hier. Relativ basic Beispiel, die Straßenbäume. Da ist eine GML-Datei, also XML, und ein Schema dazu, also eine Datei, die angibt, wie ist dieses XML aufgebaut, was für Attribute gibt es, was für Elemente gibt es. Und in diesem Schema steht noch ein Layer drin, Straßenbaumkataster HPA, also die Bäume in Hamburg im Hafen. Aber in der GML-Datei ist der Layer überhaupt nicht vorhanden. Das heißt, im Schema steht, wir haben hier den Layer drin, in den Daten ist er nicht. In QGIS ist dann ein leerer Layer, oder im Geopackage ist dann ein leerer Layer, was den Nutzer verwirren könnte. Der denkt dann, da ist irgendwas falsch gelaufen. Also in diesem Fall ganz einfach, ich sag, den Layer nicht nehmen, ich nehme nur den Straßenbaum-Layer. Auch kein großes Geheimnis. Man schreibt einfach den Namen dahinter. Ein richtig tolles Beispiel sind die Bodenrichtwerte. Das sind ja Informationen über Schätzungen, was Grundstücke wert sind, glaube ich, keine Ahnung. Das sind fast 5 GB GML, eine dicke Datei. QGIS macht sie auf, dauert ein bisschen. Und dann ist nichts drin. Er findet keine Geometrien, er macht eine Datentabelle draus, die aber auch leer ist. Also irgendwas läuft da schief. Ich habe so ein OGR mal angeguckt. Da sind 7 Layer drin. Hier steht schon ganz viel Unknown und Any, was schon mal ein schlechtes Zeichen ist. Irgendwas läuft da schief. Und ihr seht hier beim 4. Layer sind Polygone und Punkte drin, also eben 2 Geometrien in diesem Layer. Und im untersten auch. Ich dachte trotzdem mal, ich probiere mal aus, es zu konvertieren. Vielleicht klappt es ja irgendwie. Sag also wieder, von GML ins Geopackage konvertieren. Und dann kommt hier ein schöner Fehler, XML ist kaputt. In der zweiten Zeile irgendwo, Spalte 234, ist irgendwas nicht richtig. In Notepad öffnen kann man sowas nicht. Ich habe dann mir den Header angeguckt von dem XML und gemerkt, da fehlt einfach ein Anführungszeichen. Keine Ahnung, wie sowas passieren kann. War zum Glück einfach zu finden, mit Z einfach ersetzt und es funktioniert wunderbar. Also sowas kann mal vorkommen. Das ist schade. Jetzt bei der Konvertierung kam aber raus, unten kann man es sehen, in QGIS nur Polygon-Layer. Aber wir hatten doch irgendwas mit Punkten auch drin. Ist doch irgendwas verloren gegangen jetzt. Und da gibt es einen sehr schönen Trick in GDAL. Zurück. Ich habe erstmal geguckt. Also ich sehe halt, es fehlen irgendwie die Punkte jetzt. Ich habe dann geguckt, was konkret in diesem Layer drin steckt. Also von der Bodenrichtwerte-Datei. Dieser Layer und sehe, da sind 2 Geometriespalten, wie es auch vorher schon angedeutet war, Punkte und Polygone. GDAL findet auch nicht wirklich raus, was jetzt hier der Geometrietyp ist, sagt mir aber immerhin, es gibt einmal die Column Geom Zone und einmal die Grundstück. Ich habe dann per Hand nachgeguckt, was davon Punkt, was Polygon ist. Die Zone ist ein Polygon, das andere ist ein Punkt. Man kann in GDAL mit dem SQL-Parameter SQL-artig auch die Daten manipulieren oder selektieren. Und GDAL versucht, wenn man was konvertiert, eine Geometriespalte zu finden. In diesem Fall hat er halt die Polygone gefunden, deswegen sind die in dem GeoPackage geendet. Ich kann aber sagen, explizit, hey, ich zeige jetzt GDAL als erstes die Punkte, dann ist er gleich zufrieden, hat Punkte gefunden und übernimmt nur die als Geometriespalte für das GeoPackage.
Ich sage also im Endeffekt einfach nur Select von den ganzen Attributen in diesem Layer, von den ganzen Spalten in diesem Layer, als allererstes diese Geometrie, dann den Rest. Dann sieht GDAT als erstes eben diese Punkte, ist glücklich, hat Geometrien gefunden, benutzt die. Und so kann ich halt dann ein Pfeil rausschreiben, was nur die Punkte drin hat, nicht mehr die Polygone. Genauso für die Polygone auch noch, dann habe ich die beiden. Nichtsdestotrotz, einer von den Layern ist irgendwie mit negativen Koordinaten. Da muss ich nochmal gucken, was da los ist. An sich liegen hier drüben halt alle Layer bis auf den einen, der ist da hinten, der hat hier negative Werte in UTM, was man irgendwie nicht so gerne haben will. Da muss ich nochmal schauen, was das Problem ist und das auch mal melden beim LGV. Das ist ein bisschen doof. So, short cut to English, because I want to praise Evan and I won't pronounce his last name. He's a Jeedle developer. He's always active on RSC, where I always sit around and ask stupid questions. And he always helps me find the sources for my problems or suggest alternatives and such. Jürgen Fischer as well. Hi. And he also fixes bugs really quickly. Monday or Tuesday, I had a bug with his Bodenrichtwerte-Datei, some regression in Jeedle, and he fixed it in 40 minutes. And it's amazing. I mean, he stopped his work to fix my bug just because I'm asking questions and I don't know. So please, for Evan, one round of applause. Thanks. Zurück zum Deutschen. Ja, wirklich, also das ist fantastisch. Echt toll. Jo, das passt. Die Datensätze bisher waren relativ einfach. Eine Datei stecke ich rein, kann ich umwandeln und gucken, was rauskommt. ATKIS und ALKIS sind gekachelt in Hamburg, auch die Vektordaten. Das heißt, ich habe viele einzelne Dateien, die abgeschnitten sind. Auch kein Problem, ich kann die einfach mit Update und Append in eine Datei reinschieben. Also ne, ich fange an, das Geo-Package ist da und sage dann diese Datei dazu, die dazu, die dazu. An sich ist das ganz easy und klappt auch ganz gut, außer wenn es nicht klappt. Grundsätzlich kann GML eben sehr viel mehr als andere Formate. GML kann wirklich auch Attribute haben, die Listen sind. Das heißt, ich kann zum Beispiel hier das Feld Bahnkategorie oder das Feld hat direkt unten haben, die dann mehrere Werte haben. Bahnkategorie 1 und 2 und 3 für ein Feature vielleicht. Das kann GeoPackage nicht, kann Shapefile nicht, da ist immer nur ein Attribut. Man könnte jetzt sagen, ich wandle die in String um, Komma getrennt oder sowas. Was MapFieldType macht, weiß ich aus dem Kopf gar nicht mehr. Aber relativ neu in GDAL ist SplitListFields. Da kann ich sagen, guck doch mal den Datensatz durch, wie lang die längste Liste ist, wie viele Bahnkategorien ein Feature maximal hat. Und macht dann einfach durchnummeriert Bahnkategorie 1, 2 und 3. Also er macht mehrere Spalten dann, wenn eben solche mehrfachen Attribute vorkommen. Was eben bei ATKIS und ALKIS nötig ist. Eine Baujahre zum Beispiel für Gebäude, da sind oft mehrere drin. Feldbreiten sind auch ein Problem. GDAL guckt im Datensatz, wie lang sind die Strings hier und stellt dann die Feldbreite auf den längsten String ein. Wenn jetzt in der ersten Datei der Name hier maximal 24 lang war und in der dritten Datei vielleicht ein längerer Name kommt, klappt es nicht, dann schreibt er die 30, also kürzt sie ab. Da kann man sagen, unset field width, also sagt, egal was langes kommt, ignoriere, mach's jetzt nicht perfekt hier, schneid sie nicht perfekt ab, schieb's einfach rein, geht auch wunderbar. Und Datentypen natürlich sind ein Problem. Er guckt, was für ein Datentyp kommt, versucht es zu interpretieren, ob es ein String ist oder Integer oder was auch immer. Und wenn dann erstmal Integer kommen für die Bahnstrecke hier und dann irgendwann kommen auch so Strings in verschiedenen Varianten, nicht als Listen, sondern ne, irgendwie, klappt's auch nicht. Da habe ich noch keinen guten Weg gefunden. Wenn jemand hier Ideen hat, wäre ich sehr daran interessiert, da was zu finden. Ich habe es erstmal jetzt hier so abschneiden lassen, was natürlich ganz, ganz schlecht ist. ALKIS, quasi das Kronjuwel, ist ganz ähnlich. Wurde eben schon angesprochen auf die Kurven. ALKIS kann noch keine Kurven, QGIS kann Kurven, QGIS ist besser. In GDAL ist momentan noch ein Bug drin, glaube ich, in den, also 2.1.3 auf jeden Fall, dass Kurven innerhalb von Kurven als innere Ringe wahrscheinlich nicht funktionieren. Ist auch in Postmas noch ein Problem. Wenn man nicht aufpasst in Hamburg und die Daten importiert, dann sind Lücken in den Daten drin. In GDAL mittlerweile gefixt. Also ich kann wunderbar jetzt hier die Geometrien übernehmen von ALKIS. Und das war auch, Evan hat es, ich glaube, in 2 Tagen oder sowas gefixt. Ja, das überspringen wir mal. Genau, teilweise sind Koordinaten vertauscht.
Also X wird ein Y-Wert. Ich habe es nicht wiedergefunden, welcher Datensatz das war. Einen Datensatz gab es mal, da war ein Schema, was überhaupt nicht zum GML passte. Was, glaube ich, QGIS gecrashed hat. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Vielleicht wurde es gefixt oder der Datensatz wurde gefixt. Habe ich auch nicht wiedergefunden. Oder es hätte sich aufgehängt. Irgendwas in der Art. Generell sind viele kleinere Probleme noch drin. Wie gesagt, bei ALKIS, ATKIS muss ich noch gucken, wie ich wirklich perfekt konvertieren kann. Andere sind wunderbar einfach. Grundsätzlich wird da irgendwann eine schöne Webseite draus, wo die ganzen Geopackages sind. Ich freue mich nur, also ich will heute inspirieren. Ne? Ich will gucken, ob ich Leute von euch dazu kriege, die das auch interessant finden. Im Moment sind da nur ältere Luftbild-Geopackages. Das war halt ganz einfach zu konvertieren, deswegen habe ich es irgendwann schon mal gemacht. An sich will ich für jeden Datensatz mir ein Bash- oder Python-Skript schreiben, was mir eben vom Runterladen übers Validieren, dass die Checksumme stimmt, bis hin zu einem fertigen Geopackage den ganzen Ablauf ausführt. Das heißt, dass ich reproduzierbar aus den Quelldaten mir schöne Geopackages erstellen kann. Ja, Pläne für die Zukunft. Ich sollte anfangen, meine Skripte direkt zu veröffentlichen. Dann hätte ich jetzt hier auch mehr zeigen können. Höhendaten gibt es auch neuerdings als Extension für Geopackages. Das heißt, ein DGM kann ich jetzt auch als Geopackage anlegen. Ganz toll wäre natürlich, die Geopackages mit Stilen zu verbinden. Also direkt schon, man kann reinschreiben, Stile. Man kann sagen, Baumkataster zum Beispiel, ich will die Stämme in Braun, die Kronen in Grün oder sowas anzeigen. Oder vielleicht sogar die ganzen ALKIS-Stile mit integrieren. Das wäre natürlich ganz, ganz, ganz toll. Ich frage mich, ob ich Fehler fixen sollte oder sie melden sollte. Metadaten wären wichtig. Ich fände es gut, wenn im Geopackage drin steht, wie es erzeugt wurde. Also nicht die Metadaten zu dem Datensatz, nicht die Metadaten zu den Daten selber, sondern die Metadaten, die quasi durch den Konvertierungsprozess entstehen. Genau, und ich hätte auch Interesse, ob man nicht einen Datensatz schaffen kann, wo eben ganz viele nicht räumlich, also statistische Daten, ne, auf Bezirks- oder Stadtteilebene verknüpft werden können mit den Verwaltungsgrenzen. Genau, damit bin ich durch. Vielen Dank, ich freue mich auf euren Input. Dankeschön. Ja, besten Dank für einen interessanten Vortrag. Ich kann mich auch deinem Lob nur anschließen von Evenwald. Auch ich konnte schon sehr viel profitieren von ihm. Ja. Kleinigkeiten im WFS hat das ja schnell gefixt oder Geopackage. Mhm. Ja. Und arbeite sehr gern mit ihm. Mhm. Ist jemand von der Stadt Hamburg hier? Ich glaube nicht, die hätten mich schon erkannt. Das nimmt mich Wunder eben, also du sagtest, du hast noch nicht viel Feedback gegeben an Hamburg? Jein, also die Transparenzportal-Menschen sind sehr, sehr interessiert an Feedback und auch sehr interessiert, das dann weiterzugeben. An sich ist ein Problem, was ich sehe mit den Daten, dass halt das Transparenzportal die Daten nur ein Metadatenkatalog ist und die Rohdaten weiterhin bei den Behörden liegen. Und teilweise werden dann dort, ich habe irgendwann mal, welcher Datensatz war das denn? Irgendein Datensatz war kaputt, da war ein Layer nur halb gefüllt, das war vom WFFS runtergeladen bei denen. Das waren HVV, also ÖPNV-Stationen und halb Hamburg hatte Stationen, der Rest nicht mehr. Gab dann auch Probleme, weil da eine Layer fehlte, habe ich halt geschrieben und 4 Tage später haben sie halt die Quelldatei im gleichen Namen ersetzt. Und ich kann mich nicht erinnern, ob sie auch Feedback gegeben haben. Also es klappt manchmal so ein bisschen, manchmal auch nicht. Ich habe bisher noch relativ wenig direkt ans Amt zurückgegeben. Also die GMLs, nehme ich an, kann man auch in anderen GIS nicht direkt performant nutzen oder ist nicht nur ein QGIS-Problem? An sich ist GML immer relativ langsam und groß. Ja, ja. Ist halt ein tolles Austauschformat, aber eben nicht zum Nutzen direkt. Ist meine Meinung. Verbessert mich. Dass die Stadt Hamburg direkt die Geopackages anbieten würde, das war nie ein Thema, oder? Ist vom Gesetz hier auch nicht vorgesehen. Da sollen ja auch weit verbreitete Standards. Das heißt, wir müssen alle noch Geopackage mehr pushen. Dann wäre es vielleicht irgendwann möglich. Shapefiles hatten sie mal 2, 3, wobei ich verstehe, dass sie die halt eher verkaufen wollen noch. Und auch Shapefile wäre halt blöde, ne? Da werden die Spalten dann abgeschnitten und so. GML ist schon das Richtige und ich fände es halt schön, wenn ich da ein bisschen helfen kann, es für Endnutzer einfacher zu machen. Genau. Ich wollte nochmal nachfragen nach der Rolle der Bürgerinitiative, die das ja angestoßen hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Leute jetzt auch nicht davon begeistert sind, wie das dann in der Implementierung gelaufen ist. Weil die haben sich ja dafür eingesetzt über den demokratischen Prozess, dann wurde das auch veröffentlicht, aber es ist ja nur eine Veröffentlichung, wenn es der reguläre GIS-Nutzer auch nutzen kann. Er kann es ja nutzen. Also es ist ja nicht so, dass sie absichtlich kaputt sind.
Also an sich ist die, nein, gehe ich absolut nicht von aus. Die Koordinatensysteme stehen drin. Es kann sein, dass es in ArcGIS direkt funktioniert. GEDAL und QGIS schaffen es halt nicht, die rauszulesen. Warum auch immer, muss ich nochmal nachgucken. Die anderen Probleme sind auch nicht richtig Probleme in dem Sinne. Ne? Die Kacheln sind da, man kann sie sich selber raussuchen. Ich finde es vollkommen okay, wie es veröffentlicht wird. Es könnte schöner sein, das wäre dann aber ein Service, aber es entspricht absolut dem, was gefordert ist. Ja, vielleicht eher eine Anmerkung, weil ich das LGV eigentlich ganz gut von früher von innen kenne. Die stehen halt voll auf Standards und GML, und man muss jetzt dabei noch ein bisschen betrachten, das, was eben ArcGIS und weitere Datenmodelle ausmacht, ist eben, dass es komplexes GML ist. Das ist im Prinzip auch wie bei Inspire. Da gibt es eben die Veröffentlichungspflicht sowieso schon qua Gesetz, und das ist eben komplex, und da haben eben die Clients bis heute noch immer echt massive Probleme. Also auch ein ArcGIS wird das nicht ohne weiteres lesen können, weil eben die Bereitstellung im Fokus steht. Also das ist, also ich kann hier auch nur noch mal den Appell im Prinzip in die Community geben, dass man sich bei den Client-Entwicklern da auch noch mal damit auseinandersetzt, tatsächlich, dass auch ein QGIS nativ ein Inspire GML konsumieren kann. Weil dann kann man auch mit dem GML direkt was machen. Klar, durch die Komplexität ist es auch langsam, aber wenn man es einmal runtergeladen hat, kann man es eben ganz gut nutzen und auch die Teilaspekte eben genau, wie du es in deinem Projekt machst, konvertieren. Ne? Also ich finde das Projekt auch total super, weil eben dadurch noch eine breitere Community eben Zugang dazu bekommt. Ja, vollkommen richtig. Also GML, klar, ist eigentlich die Grundlage von vielen Daten, auch so schnell WFS ist auch GML. Also an sich ist es nichts Besonderes in dem Sinne. Genau. Aber auch beim WFS ist ja so, wenn ein komplexes Schema daherkommt, GML3, würden die meisten Klienten die null Features da. Genau das. Aber mir ist auch niemand bekannt, der da investieren würde, Gelder in komplexe GML-Schema zu konsumieren. Oder kennst du wen? Oder? Ja. Ja, dazu vielleicht direkt, ja. Das Problem ist, dass insbesondere die Behörden natürlich erstmal nur ihre gesetzlichen Pflichten nachgehen, nämlich beispielsweise bei Inspire oder bei ArcGIS den ganzen Kram zu veröffentlichen. Darüber Gedanken gemacht, wie man das Ganze nachher selber nutzen kann, haben sich halt die wenigsten im Prinzip, ne? Und meistens gibt es eben wie bei ArcGIS dann irgendwelche komplexen Konstrukte, um eben solche Daten zu konsumieren. Aber es wird mit Sicherheit noch ein Markt der Zukunft sein, weil natürlich will man die Inspire-Daten auch europaweit nachher nutzen. Ne? Also sprich, ich denke, da muss eigentlich noch was passieren. Unter welcher Lizenz stehen denn die freigegebenen Daten? Sehr gute Frage. Sehr gute Frage, habe ich ganz vergessen. Das ist die Deutschland-Lizenz. Das ist so eine Art Creative Commons-mäßige Lizenz. In Hamburg muss man Namensnennung machen. Also es steht immer noch Buy in String im Transparenzportal auch direkt. Wir dann von der Behörde quasi den Namen nennen. Was mich da auch ein bisschen stört, was ich nicht erwähnt habe, die stecken halt nicht an den Daten direkt mit drin. Man lädt was runter, hat einen ZIP, da sind Daten drin und die Lizenz ist meistens nicht mit angegeben. Und das wäre auch ein Punkt, den ich ganz gerne im Geopackage mit angeben möchte. Das ist gleich klar, wo kommt's her, was sind die Nutzungsbedingungen. Aber an sich ist es wäre schön, wenn es noch freier wäre, ohne Namensnennung, wäre natürlich toll. Aber ich verstehe es auch. Ich finde es okay. Gut, ich muss leider die interessante Diskussion abklemmen, in die Pause verlagern. Vielen Dank nochmals.